So, Servus, legen wir gleich los. Ich wollte eigentlich im Marktplatz nichts mehr kaufen. Habe ich aber gerade ein Video angeguckt auf YouTube und das hat mich dann doch interessiert. Und zwar ist es das Airshow Assistant. Für 1,99 macht man nichts kaputt. Ich finde, das ist ein Fehlkauf wäre. Aber das Video hat mir so gefallen, was ich da gesehen habe. Und das hole ich mir jetzt. Ich bin zwar kein Jetflieger, aber das geht ja auch ohne Jet. Das geht ja auch mit normale Cessnas und so, hoffentlich. Ja, das ist jetzt auch kein Jet hier. Ja. Ist natürlich jetzt für die militärische Ding da natürlich ideal, gell? Wegen dem sind dann wahrscheinlich nur militärische Flugzeuge auf die Bilder. Ja. Dann wollen wir es mal sehen. Wollen wir mal loslegen. Aufkaufen 1,99, das verkrafte ich gerade noch. So, der Kauf ist erledigt. Das sind nur 22 Megabyte Download-Data gewesen und entpackt dann vermutlich ungefähr das Doppelte. Was ist denn das hier? wahrscheinlich braucht es gar nicht viel dazu. Gut, es ist ja alles auf dem Computer vorhanden, die ganze Fliege und so. Dann starten wir es hier einfach mal irgendwo. Gehen wir einfach hierher. So, und wir nehmen als Flugzeug ein einfacher Flieger. Nehmen wir mal die Bonanza. Mit der Lackierung. Die da. Und will trotz allem das Flugzeug Cold and Dark starten. Nicht in der Luft. Als Abflug festlegen und dann stecken wir ein. So, da wären wir. Inzwischen sind ein, zwei Tage vergangen. Und ich trinke schon Kaffee. Und zwar, ich habe ja den Flug gestartet. Hab dann festgestellt, dass es eine blöde Idee war, gleich nach dem Kauf ein Video drüber zu machen. Weil die das Produkt eigentlich gar nicht kennt. Und ja, ich habe dann rumprobiert und gemacht und habe dann entschlossen, das nicht auf dem Video zu belassen, wie ich da alles teste und so. Das macht keinen Sinn. Es gibt Einschränkungen bei dem Programm, das muss ich gleich sagen. Und zwar extern gekaufte Flugzeuge und externe Liveries können nicht eingebunden werden. Also ich kann jetzt den Flügelmann nicht mit meiner Twin oder mit der Twin oder bestücken. Und auch meine Interna-TV-Liveries kann ich nicht zuweisen. Das ist schade. Aber es ist nun mal so. Es gibt ja genügend Möglichkeiten, die Ingame-Flugzeuge zu nehmen und an dem soll es nicht scheitern. Was auch ein bisschen schlecht ist, Moment, ich kann es jetzt hier mal schön zeigen. Moment, Head-Tracking zurücksetze. Hier hinten. Da, wo die Nummer ist. Das Kennzeichen. Moment, bei dem Flieger sieht man es. Bei dem Flieger sieht man es. Das ist jetzt. Ja. Das ist jetzt einfach ein generierter Flieger. Da gibt es immer so eine weiße Fläche für die Kennung, die beim Standardflieger eingesetzt wurde. Moment. Da habe ich FS Realistik am Laufen. Moment, das. Ich schalte FS Realistik der Ton mal geschwind aus. Jetzt müsste es weg sein. Ich höre es immer noch, aber es wird nicht aufgezeichnet. Ja, der weiße Fleck ist immer bei den künstlich generierten Flieger.
Und da kann der Programmierer nichts dazu, das ist einfach so. Und damit muss man auch leben und das geht auch. Das geht auch. Dann gehen wir mal geschwind zu dem Fenster von dem Programm. Des Flares habe ich jetzt noch nicht getestet. Das mache ich vielleicht im zweiten Video oder so, wenn ich es brauche. Ich habe den Smoke getestet, ist nett, aber jetzt nicht wirklich der Brüller für mich. Ja, andere, die wo das nutzen möchte und es toll findet, weil es heißt der Airshow-Assistent, ja, da ist jetzt das ja gang und gäbe, dass man sowas macht. Dann ist es interessant, ja. Aber ich kann dem jetzt nicht viel abgewinnen. Ja. Ich war aber geschwind darauf eingehen können. Ich habe mich ein bisschen damit befasst und es ist einfach zu machen und von dem her gesehen kein Problem. Was wichtig ist bei den Settings, lass die Finger vom Developer-Mode. Nicht draufklicken, nichts machen, da ist nur ein Bug drin. Da kommt man dann irgendwie ja, bei der Einstellung an einen Punkt, wo man dann nämlich zurückkommt zu den normalen Settings oder zu den normalen Einstellungen hier oben und dann muss man alles nochmal neu starten. Ja, die Finger einfach davor lassen und dann passiert das nicht. Ja. Also, Wingman ist für mich das wichtigste Punkt. Gehen wir es mal geschwind durch, was das ganze Sache hier bedeutet. Wingman, das ist die Anzahl von Flieger, die dargestellt werden, inklusive meiner Wenigkeit. Ich werde jetzt mal geschwind das Flugzeug anders positionieren. Moment, falsche Taste. Die Taste hier. Die Taste wollte ich machen. Gehen wir mal ein bisschen. Ja, gehen wir auf die grüne Flagge hier. Da kann man es besser sehen. So. Es gibt zwei Modi von Formationen. Einmal in der Luft und einmal am Boden. Wenn man ein ausziehbares Fahrwerk hat, oder einziehbares Fahrwerk, so muss man sagen, dann wird dieser Modus aktiviert, wenn das Fahrwerk draußen ist. Und wenn man kein einziehbares Fahrwerk hat, dann ab einer Mindesthöhe über Grund. Und das hier ist die Flugformation, die Bodenformation. Man kann es hier unter auch die vier Punkte, Ground-Formation und Ground-Intervall, gehen später drauf ein, bezieht sich dann auf das hier und der Rest bezieht sich auf das hier. Moment, ich muss jetzt kurz selber FS Realistik ausschalten. Ich schalte es komplett aus. Also auf dem Video war es nicht zu hören, aber es ist gerade wieder ein Flugzeug über mich drüber geflogen mit so viel Sound, dass ich nichts mehr gehört habe. Also das hier sind die Flugzeuge insgesamt. Also wenn es hier auf 2 gehe, Wingman auf 2 und auf Cover Me gehe, dann wird sich demnächst halt doch Wingman, das sind doch 2. Also die, wo zusätzlich sind. Es sind sich hier 2 hinter mich gesetzt, mit der gleichen Livery, mit dem gleichen Flugzeug. Die Puppe ist ein bisschen auf und ab, das ist, wenn man sich nicht bewegt, das ist jetzt, wenn man steht, nicht schön, aber nachher passt es. Die sind jetzt in der Formation hier. Ich kann jetzt, kann man es einmal schon testen, eine andere Formation machen. Formation, Trail ist das hintereinander. Dann gibt es die Box, hier sieht man es, jetzt positioniert sie sich anders. Machen wir mal eine 4. Und Cover Me. Also wenn man hier was umsetzt mit dem Wingman und so, dann muss man das Cover Me jedes Mal drücken, aber jetzt fehlt die andere. Ach, hier kommen sie her. Ja, die kommen dann von der verschiedenen Seite her. Der dritte fällt noch. Okay. 1, 2.
Ah, der ist da hinten, der ist da. Hier drüber. Moment, dann gehen wir mal geschwind. Bisschen. Ja. Wagen wir es halt. Hier wird jetzt keiner landen. So, und jetzt sind positioniert die sich da, wo sie hin müssen. Und auch im Flug geht es nicht sofort, sondern es gibt eine Verzögerung. Ja, das ist hier mit Reaction Delay. Ja. Jetzt sind alle vier, machen wir so, sie haben positioniert. Ja. Dann gibt es auch hier Ground Step Down, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wieso es auf dem Boden eine Höhe-Differenz geben soll. Vielleicht ist da der Anflug und der Start, also wenn man das Fahrwerk ausgefahren hat, mit einbezogen. Das kann natürlich sein. Ja, beim Anflug kann man höher staffeln. Ja. Ich bin jetzt auch nicht ganz sicher, wie das dann klappt, wenn ich jetzt lande, ob die dann korrekt landet auf der Startbahn oder dann einfach auf dem Feld landet, das wo neben der Startbahn ist, das habe ich noch nicht getestet. Ja. Also das wäre jetzt diese Formation hier, die nächste Formation. Ist ein Offset. Die Offset-Box. Und das typische, was mir am besten gefällt, ist das Diamond. Ja. Also mein Highlight oder Lieblingsformation ist der Diamant und die Viererformation. Ja. Also mit drei Flügelmänner. Und jetzt kann man sich auch die eigene Position auswählen. Ich bin jetzt die Nummer 1. Jetzt bin ich die Nummer 2. Jetzt positioniert sich die andere so, dass ich die Position 2 habe. Moment, gehen wir mal geschwind. Gehen wir mal geschwind. Die Drohneansicht, das ist besser. So. Ja, sieht man hier die Diamantenformation. Ich bin jetzt der Zweite. Und meine Lieblingsposition beim Diamant ist tatsächlich Position Nummer 4 war es, glaube ich. Ich glaube, es war Nummer 4. Dann bin ich nämlich dahinter und sehe die andere, wenn ich aus dem Cockpit rausgucke. Ja. Das dauert jetzt ein bisschen. Ihr kennt wahrscheinlich auch hier ein Reaktionsintervall schneller machen. Aber das ist okay so. Das ist okay so. So gefällt es mir. Ja. Die dürfen sich ja ruhig positionieren. Das ist ja alles, dann irgendwie nicht so akkurat. Ja. Das würde ja blöd aussehen, wenn alle Flieger sofort jede Bewegung mitmachen würden und keine Zeitverzögerung wäre. Das wäre unrealistisch, finde ich. So, dann gehen wir mal schön zu den Punkten hier oben. Ich kann jetzt hier insgesamt 10 Speicherplätze definieren. Also könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, Speicherplatz Nummer 2, safe. Jetzt habe ich die Formation gespeichert auf Speicherplatz Nummer 2. Also den Diamant am Boden und die Parade in der Luft. Und ich bin der Schwarze. Denke ich mal, oder der hintere dann. Das weiß ich jetzt gar nicht. Weil hier ist jetzt der Nummer 4, der Schwarze. Dann müsste ich ja hier sein. Ich vermute, dass ich dann trotzdem der hintere Mann bin. Auch wenn es eine andere Farbe ist. Ja. Und hier kann man jetzt auch im Flug. Sieht man hier die Flugformation ändern. Passiert das natürlich nichts. Wir sind ja am Boden. Ja. Und auch hier im Flug. Auch hier im Flug gefällt mir die Diamant am besten. Ja. Bearing oder Intervall, gehen wir schon auf Intervall, ist der nächste Punkt. Intervall ist der Platz zwischen den Flieger. Also wenn ich jetzt ein Intervall erhöhe, Moment, halt, das ist ja Flugintervall, Ground-Intervall muss jetzt gehen. Wenn ich den Intervall erhöhe, dann machen die andere mehr Platz. Ja.
Also bei Ground finde ich eigentlich ein engerer Intervall besser. So, und da kommt jetzt ein bisschen her. Das ist interessant, wenn man mit kleinen Flieger fliegt, ja. Das dauert jetzt ein bisschen, bis sie rüberkommt. Und Bearing ist auch interessant, wenn man aus dem Cockpit raus guckt und man sieht die Flieger nicht so. Dann kann man die eigene Position zur Formation verändern. Das war aber mal schon, bis sie auf Formation sind. Jetzt sind sie in der Formation. Aber wenn ich jetzt ein anderes Bearing mache, hier zum Beispiel, dann formatiere die sich alle ein bisschen weiter nach links oder ein bisschen weiter nach rechts. Unabhängig davon, wo ich stehe, ist dann die Formation versetzt. Entweder rechts oder links. Am Boden geht es jetzt natürlich langsam. Ja. Das heißt, ich bin selber, wenn die Bearing erstellt, bin ich eigentlich nicht auf Position. Ja. Aber ich kann das machen, damit ich die andere vielleicht besser sehe, wenn ich ins Cockpit zum Beispiel gehe. Ja. Machen wir mal schön das Head-Tracking ein. Dann sehe ich jetzt in der Position alle anderen Flieger einwandfrei. Und wenn ich das normale machen würde, dann könnte es sein, der eine ist hinter mir, ich sehe den gar nicht. Und das ist dann vielleicht nicht so die Absicht. Ja. Und dann gehen wir mal wieder raus. Man sieht es tatsächlich besser. So. Und Step Down ist wahrscheinlich im Anflug. Also man sieht's jetzt hier. Oder ich mach's mal hier. Step Down im Flug. Also da ist tatsächlich dann, wenn man von der Seite anguckt, dass die erste Flieger etwas tiefer sind wie die hintere Flieger oder etwas höher sind. Da kann man dann rumspielen, wenn man fliegt. Flight Realism kann man rumspielen, was einem recht ist. Also im Grunde genommen ist das ja, wie soll man sagen, wenn ich kann jetzt nicht bestätigen, ob das Sinn macht, was man hier einstellt. Die Fliege, die andere Fliege nicht ganz exakt und so und ja. Das kann man dann so einstellen, wie man es gerne hätte. Auch die Beschleunigung von den Flieger, wie akkurat sie fliegt, wie lange es braucht, bis sie auf deine Flugänderungen reagiert. Ja. So, jetzt geht's beim nächsten Punkt um die Flieger selber. Man muss als allererstes das Flugzeug anklicken, wo man gern verändern möchte. Nummer 2, dann kommt jetzt hier der Pfeil, das geht um dieses Flugzeug. Und dann muss man erstmal, das habe ich jetzt schon gemacht, man muss erstmal die Datenbank scannen. Das dauert eine Weile, auf Scan-Drucker und dann sich einen Kaffee holen. Ja, und wenn man dann fertig ist, wenn dann die Zahl auf 100% hochgegangen ist, hat man hier sämtliche Flieger, die man im Hangar hat, leider keine zugekaufte, die nicht im Hangar, die nicht auf dem Marktplatz sind. Ja, ihr habt zum Beispiel die DHC-6, also die Twin Otter, die finde ich hier nicht. Ja. Obwohl die FK9, die habe ich doch. Die habe ich doch im Denkordner. Gehen wir da mal rein. FK9, die habe ich doch im Kommentierordner. Wenn man hier auf Scan macht, dann war er die Liveries. Da ist nur eine Livery. Es ist nicht die FK9, wo. Ding. Da stimmt irgendwas nicht. Ich habe mehr wie eine Livery. Egal. Oder ich nehme jetzt zum Beispiel die Fokker F7B auf Scan. Dann werden alle Liveries gesucht. Und dann kann man die auswählen. Was gut ist, Spornradflieger werden vom Pitch her korrekt dargestellt. Ja, das ist ja oftmals so, wenn man beim Community-Event mitfliegt und da ist ein Spornradflieger, dann stimmt die Pitch nicht. Ja, dann sind die plötzlich waagrecht, obwohl sie ja eigentlich steht. Ja.
Dann indem wir da mal Flieger aussuchen, die von der Leistung her identisch sind oder ähnlich sind wie die Bonanza. Nehmen wir doch die Bonanza, wo von Haus aus dabei ist. Das ist die Beechcraft 36. Ja, genau, das ist die Bonanza. Und da wäre das nur tatsächlich nur die Liveries, die sich im Official Ordner befindet, wo er gescannt. Schade. So, also es ist jetzt die Bonanza mit dem normalen Heckhänder, nicht das Vitel. Ja, und dann nehmen wir Flieger Nummer 3. Das ist jetzt der hier, der Pfeil zeigt drauf. Und da nehmen wir doch eine Cessna. Hoppla. Eine Cessna Skyhawk. Da gibt es einige Liveries, da muss man bestimmt warten. Und man sollte dann, wenn das Prozent hochzählt, nichts anderes machen mit dem Flugsimulator. Das habe ich mal gemacht, dann habe ich irgendwo anders rumgeklickt und dann ist es bei 42% eingefroren, dann muss ich das Sim nochmal starten. Also wenn die Prozentzahl hochzählt, abwarte. Ja, nächsten Schluck von Kaffee nehmen oder so. Ja, ich überspringe es jetzt einfach. So, das hat jetzt ungewöhnlich lang gedauert, bis die Prozentzahl oben war. Das liegt vielleicht daran, dass ich auch die Inhalte vom Official Ordner mit dem Add-on-Linker verlinkt habe. Kann sein, muss aber nicht. Also, dann nehmen wir nehmen wir auch die Kenmore-Livery, die gefällt mir eigentlich. So, und dann geht es noch um den dritten, um den. Also der dritte Flügelmann ist dann Flugzeug Nummer 4. Und dann nehmen wir eine Piper. Die Piper Arrow. Es geht jetzt bedeutend schneller wie mit der Cessna, das Hochladen. In der Zeit blinkt es und ist jetzt halt nicht schön, aber was soll's. So. Und dann nehmen wir die normale Aero 3. Die ist von der Leistung her vergleichbar mit der Bonanza. Ich brauche keine Turbo-Variante. Die Custom-Variante, das ist die, wo kein Feld frei hat für die Flugzeugkennung. Das gefällt mir besser. So. Jetzt ist das Vierer, das Quartett vollständig. Ja. Und jetzt können wir das mal auf der Position 2 hier, wo ich vorher eingestellt habe, speichern. Safe. Jetzt ist das auf Platz Nummer 2 gespeichert. Dann gehen wir zum nächsten Punkt. Ist es Smoke. Ja, wenn man das möchte, kann man es ganz easy machen. Man klickt hier drauf, auf den Punkt, wo man gerne hätte. Das ist der hier, der ist dann blau umrandet. Und dann machen wir das Short. Das kann sein, dass man das eventuell erst im Flug macht. Das machen wir nachher im Flug. Da passiert jetzt noch nichts. Ja, man kann es aber jetzt hier schon mal einstellen. Halt, Moment, Smoke on. Jetzt. Kann ja nicht gehen, wenn der Smoke ausgeschaltet ist. Also der Schalter ist auch wichtig. Ja. Also gehen wir ein bisschen nach oben. So. Moment. So. Ja, dann gehen wir hier mal in den Nav-Farbe, machen wir es rot. Und hier kann ich schon zu dem Punkt. Nächster Punkt, ich kann hier, wenn ich das anklicke, habe, auf Copy mache, hier anklicke und einfüge. Und dann habe ich genau das gleiche erstellt und das mache ich jetzt in grün. So. Und das hintere einfüge, mache ich in gelb. Das erinnert dann am besten an die tatsächliche Nachpflichter.
Ja, hinter wäre normalerweise weiß, aber das ist langweilig. Und vorne lassen wir es weg. Jetzt kann ich das mit dem Smoke abspeichern. Ja. Aber ich muss jetzt hier aufpassen. Ich bin jetzt auf Punkt 1, ich muss wieder auf Punkt 2 gehen. Safe. So. Dann schalten wir den Smoke aus. Geht hier auf 1 und macht auf Safe. So. Halt. Das ist. Ich wollte das in Gelb. Ich wollte das doch in Gelb. So. Safe auf 1. 2. Da kommt jemand. Und Safe. Wer ist jetzt da? Wer gesellt sich hier dazu? Wer gesellt sich hier dazu? Raptus habe ich. Okay, gehen wir mal auf die Seite. Wingman, cover mich aus und geht mal geschwind auf die Seite. Falls er hier starten will. Ich denke mal, jetzt so als kleine Einführung. Moment, gehen. Das machen wir dann hier. Also, mit Smoke. Lade ich es auf Nummer 2 und ohne Smoke lade ich es auf Nummer 1. So, hier sieht man den Fail und sobald die das jetzt schließt, das Fenster, ist das weg. Und jetzt starten wir einfach mal. Ich schalte jetzt aber zum Start mal alles aus, weil das passt nicht auf der Startbahn. Ja? Also ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, wenn die in der Formation sind. Jetzt Moment, was jetzt ist noch falsch? Beim Starter und beim Lander will ich nicht das, da will ich das andere. Das hier. Ja. Ah, okay. Es gibt wahrscheinlich. Okay, ohne Smoke safe. Auf 1. Okay. Und mit Smoke safe auf 2. So. Und jetzt laden wir mal die Nummer 1. Load. Okay. So wie ich das jetzt sehe. Wing 11. Es ist ein Unterschied, ob ich bei Smoke und bei Wingman abspeichere. Ich glaube, hier kann man die verschiedenen Smoke-Einstellungen definieren und kann dann das Smoke unabhängig von dem Hirsch abspeichern. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Also gehen wir hier weiter auf 4. So. Cover me. Gucken wir mal, wo es herkommt. Ja, man merkt es jetzt ein bisschen, wenn ich jetzt die Kamera so drehe. Es läuft nicht ganz flüssig. Ich nehme an, das hat was mit dem Smoke zu tun. Tatsächlich, ich bin jetzt der Schwarze. Der ist jetzt hier in dieser Position. Und jetzt bin ich der Orange. Okay.
Okay, dann gehen wir hier nochmal auf Trail, das stimmt. Formation Diamond, okay. Okay. Und jetzt speichern wir das hier ab in der Position. Und Ausschalter, ich starte jetzt und in der Luft schalte es wieder ein. Dann müsste dann die Diamond-Formation da sein, sobald ich das Fahrwerk einfahre. Okay. Dann machen wir schon die Motoren. Ich mache das jetzt mal ruckzuck ohne nähere Erklärungen. So. Alles ist eingestellt. So. Das hier weg. Feststellbremse ist gesetzt. Okay. Feststellbremse gelöst. Flapstufe 1. Blendelichter an, Strobes an und Vollschub. Und hochziehen. So. Und jetzt schalten wir das mal ein. Wenn ich durch schön trimme. Flaps sag mal. Okay, ich tue jetzt trimme. Und ich schalte das jetzt an. Jetzt kommen die Flieger her und die zappeln ein bisschen komisch, wenn sie sich nähern. Ja. Ist jetzt ein bisschen unrealistisch. Also ich habe das mit der Weko gemacht, als Flügelmann. Die Weko, die zappelt hin und her. Das ist ganz komisch. Ja. So. Da ich das Fahrwerk noch ausgefahren habe, bin ich noch in der... Da bin ich jetzt noch in der Formation. Ja. Und jetzt kann man auch schön das Step Down machen. Das sind sie über mir praktisch. Und jetzt geht sie weiter runter. Der Vater ist nicht auf Position, warum auch immer. Und das kann man auch schön nochmal zeigen, das Bearing. Wenn ich das jetzt hier so mache, dann geht alle nach rechts, komplett. Und ich bin dann eigentlich aus der Formation draußen. Und so. Was mir jetzt wieder auffällt, ist, die haben jetzt alle wieder die Standard-Liveries, die Deliveries, die ich habe. Wahrscheinlich habe ich jetzt mit dem Speichern irgendein Mischboot. Ja. Oder es setzt sich, also wenn man hier drauf drückt, setzt sich alles zurück. So, und jetzt. Achtung, jetzt tue ich. Oh, ich habe den Neigungswinkel, das ist ja nicht mal fährlich. Ich tue jetzt das Fahrwerk hoch. Und jetzt wird, wenn das Fahrwerk hoch geht, wird automatisch die Diamantenformation eingeleitet. Und ich gehe jetzt hier auch wieder ein bisschen Step Down. Ja. Dann müssen wir jetzt mal geschwind mal das Flugzeug stabilisieren. Drehzahl runter und Manifoldbrecher zurück. Und ich gehe jetzt auf Position 3. Ups! Ja. Also wie man sieht, man muss aufpassen. Man vergisst, dass man eigentlich noch ein Flugzeug zu fliegen hat. So.
Ich bin jetzt praktisch der Grüne. Gehe ich jetzt auf Position 4. Gehen wir mal geschwind raus. Komisch. Das hier stimmt nicht ganz, die Formation stimmt da gar nicht, obwohl das Flight Bearing ist auf 0. So. Diamant. Ich habe keine Diamantenformation. Da stimmt was nicht. Ja, die Flieger sind nicht exakt. Vielleicht kann man das hier umstellen. Akkurat. Da passiert nicht. Okay. Dann gehen wir jetzt auf die Diamantenformation. Also laut der Formation müsste ich jetzt eigentlich hinter dem Vordermann sein. Und das passt nicht ganz. Irgendwas stimmt da nicht. Was natürlich auch sein kann, ist... Moment. Dass der Wind... Der Wind ist irgendwie noch mit beeinflusst. Woher kommt denn der Wind? Nee, eigentlich auch nicht. Dann gehen wir noch mal geschwind zurück. Okay. Gehen wir mal zum nochmal schon auf die Smoke. Ah, okay. Smoke ein- und ausschalten kann man hier. Na? Das ist jetzt meine eigene Smoke-Einschalter. So wie es aussieht. Okay. Das ist das im eigenen Flugzeug und das hier ist das generelle. Okay. Dann können wir nochmal die Flieger ändern. Nehmen wir hier Flieger Nummer 2, das ist. Das bin ich wahrscheinlich selber. Schalten wir schön aus. Wieder an. Jetzt kommen sie her. Flieger Nummer 2 hat keinen Fail. Dann ändern wir mal das Flieger 2, dann wird sich das vielleicht auch wieder korrigieren. Flieger Nummer 2, dann nehmen wir jetzt die andere Bonanza.
Das verwirrt mich jetzt. Ah, jetzt kommt er her. Die Anzahl der Wingmen stimmt nicht. Jetzt. Okay. Es stimmt auch die Diamantenformation wahrscheinlich, wenn ich hier auf Bearing normal mache. Okay, das war mein Fehler. Das war mein Fehler. Ich habe mehr Flugzeuge aktiviert, wie ich wollte. Drei Stück ist richtig und meine Position ist jetzt der vierte. Und jetzt kann man auch nochmal geschwind auf das Stepdown eingehen. Ja, das ist das. Ich gehe jetzt praktisch rein ins Cockpit. Und dann setze ich mir das so hin, immer, dass ich die Flieger aussehe. So. Und das speichere ich jetzt auf Platz Nummer 1. Und mache den Smoke aber aus. Ja. Und wie gesagt, sobald ich jetzt das Fahrwerk ausfahre, gehe die in andere Positionen, in andere Formationen. Dann geht es in Lande- oder Ground-Formation. Ja. Dazu, da kann man jetzt ein bisschen damit spielen. Man muss es ja nicht zum Landen nehmen, man kann dann irgendwie. Halt, da ist jetzt der Smoke eingeschaltet. Moment. Dann wird es doch damit abgespeichert. Okay. Fahrwerk rein. Und jetzt wird die Position genommen. Ja. Komischerweise sind jetzt aus meinem Blickfeld raus, was ich ja eigentlich vorher mit dem Step Up oder Step Down korrigieren wollte. Okay. So. Ja, und so lässt sich das dann fliegen. Also wie gesagt, die Landung wird nicht sinnvoll sein, in der Formation zu landen, weil die landet wahrscheinlich irgendwo, wo es keinen Sinn macht. Ja. Aber das hier mit dem Abspeichern ist meiner Meinung nach nur ein bisschen unklar. Also ich gehe jetzt auf Position Nummer 6 und nehme jetzt eine andere Formation. Zum Beispiel die Fingerformation oder ja, die Formation hier und speichere das jetzt auf Nummer 6 und dann gehe ich zurück auf Nummer 1 und lade Nummer 1. Ja. Und das plötzlich stimmt die Höhe nicht. Das Step Down hat sich wieder verschoben. Wahrscheinlich, weil ich das Step Down nicht mitgespeichert habe. Ja, und wenn jetzt hier nochmal ein Flugzeug ändere, zum Beispiel der Dreier, das wäre jetzt der hier. Dann nehme ich jetzt keine Cessna, das dauert mir zu lang zum Laden. Dann nehme ich jetzt die Icon. Lass uns schön durchlaufen. Wäre ich jetzt in der Zeit unsichtbar oder blinkt mal auf. Und nehme dann die Kenmore Livery. Und das muss irgendwo herkommen.
Gucken wir mal schön, wo er ist. Da kommt er. Da kommt er her. So, und wenn ich jetzt das auf Nummer 2 speichere. Und jetzt wieder die Nummer 1 lade. Dann habe ich wieder das Flugzeug. Weil das habe ich bei 1 geladen, gespeichert. Und bei Nummer 2 habe ich dann wieder die Icon. Ja. Und sobald ich das hier schließe, ist auch der komische Pfeil weg. Ja. Was ich noch eingehen möchte, ist auf die Reaktionszeit. Nehmen wir mal an, das ist ein Schlafhaube. So. Und ich tue jetzt eine Korrektur, mache eine Kurskorrektur. Das sieht dann ein bisschen wischiwaschi aus, aber irgendwie doch okay. Das sieht jetzt realistischer aus, ja, weil ich selber bin ja auch kein Profi. Ja. So, und Fahrwerk wieder raus. Jetzt wird die andere Formation angenommen. Ja. Fahrwerk rein. Also man kann viel damit rumspielen und es macht Spaß. Für 1,99 absolut must have von dem Preis. Ja. Und dann mache ich mir zum Acker und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.